Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wutruf and the Schnibble of Azimuth. Nachdem ich Ende der letzten Folge gar nicht mehr wusste, was ich noch tun sollte und ziemlich lost war, ist mir eingefallen, wir hatten ja vom Rat eine Ratssilbe bekommen. Und nachdem uns der Herr Sultan zum Ritter geschlagen hatte, hatten wir nicht nochmal mit ihm geredet. Ich hoffe, dass er vielleicht noch eine Sultansilbe hat oder was auch immer, oder zumindest noch irgendwas sagt, was uns weiterhelfen kann. Also, Daumen drücken, wir versuchen das jetzt mal. Wenn nicht, habe ich noch einen Plan B. Aber zuerst schauen wir mal, ob Plan A funktioniert. Simon hat mich geschickt, um bei der Realisierung ihrer Wünsche zu helfen. Ah, du kommst im Auftrag Azimuths. Dann werde ich dir eine der wenigen Silben verraten, die der Welle des Vergessens entgangen sind, die die Weisen des Rats erfasst hat. Es ist die Führersilbe. Sie ist Bestandteil bestimmter Putzugmächte. Möge sie dir großen Nutzen bringen. Okay, eine Führersilbe haben wir jetzt. Sagst du sonst noch irgendwas Sinnvolles? Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Azimuth an, der das Herannahen eines glücklichen Zeitalters voller Wohlstand für unsere Stadt ankündigte. Das Zeitalter des Schnibbel. Es sei unausbleiblich, wie er im Laufe seiner Arbeiten über die Zeit festgestellt habe. Spiel doch nicht immer an deinen Zehen rum, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Hast du noch was zu erzählen? Wie haben die Bürger darauf reagiert? Die Reaktionen waren heftig und voller Begeisterung. An allen Ecken der Stadt beteuerten Zeugen, sie alle hätten tatsächlich Werke des Schnibbel gesehen. Ich dachte sofort, dies sei gut für mein Volk. Doch dann begann sich die Situation zu verschlechtern. Jeder weiß doch, dass eine Säuberung zunächst schwer zu ertragen ist, bevor man die wohltuenden Wirkungen spürt. Das sind sehr weise Worte. Und wie haben die Machthaber auf solche revolutionäre Worte reagiert? Ein Sprecher der Regierung gab eine Erklärung ab, laut derer der Schnibbel ein Anschlag der Opposition, etwa der Butzug-Befreiungsfront sei, und dass die Regierung nicht tatenlos solchen Manipulationen zusehen würde, seitens einer Handvoll Extremisten. Während der Rede wurde eine Person gesehen, die schwebte, was die Glaubwürdigkeit der Regierungserklärung stark beeinträchtigt hat. Das kannst du mir glauben. Eine Person, die schwebte, okay. Hast du sonst noch irgendwas zu erzählen? Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Azimuth an, der das Herannahmen eines sicher ist sicher, aber man kann es halt auch nicht abbrechen. Ankündigte. Das ich stehe das durch. Des Schnibbel. Es sei unausbleiblich, wie er im Laufe seiner Arbeiten über die Zeit festgestellt habe. Sehr schön. Noch einmal zwischen den Zehen rumspielen und dann schauen wir mal diese, wie hat er genannt, die Führersilbe. Ah, das ist jetzt das da, die erste. Gab es nicht mit der ersten und dem Fußball-Car irgendwie eine Formel? Genau, das ist diese Geistesblitz-Silbe oder was auch immer. Die könnten wir jetzt machen. Und diese Zeitsilbe, da habe ich sogar eine Idee, oder beziehungsweise diesen Zeitzauberspruch oder wie das jetzt hieß, da habe ich sogar eine Idee, was wir damit machen können. Mit dem Geistesblitz jetzt eher weniger, aber da werden wir vielleicht noch einen Geistesblitz haben. Können wir sonst noch irgendwas machen? Okay, Diagnose hatten wir. Kraft fehlt uns das da. Pflanze fehlt uns das in der Mitte. Auge das da. Künstler, das da. Okay, also machen wir jetzt erstmal Zeit. Das ist das Neue. K, neu. Machen wir. Also neu. Fußball-K. Und neu. Daumen hoch. Alles klar. Super. Haben wir gut gemacht. Und das andere war, das habe ich vergessen. Wir legen es nochmal nach. Dann habe ich noch gesagt, die Zeitsilbe. Das ist das Kuppelding, das Fußball-K und die neue. So.
Krüppel, Fußball, neu. Süß. Süß. Okay, so, jetzt weiß ich, wo wir weitermachen können. Zumindest mal kurzzeitig. Wir schauen mal, wie lange das anhält. So, jetzt müssen wir uns erstmal den Weg dorthin suchen, wo ich eigentlich jetzt gerne hin möchte. Wir möchten uns erstmal wieder raus hier. So, mein Hühnerwuthof, geh mal raus hier. So, und dann gehen, genau, Richtung nee, Trockenbrunnen. Wir schauen mal. Da ging es nach unten. Hier geht es zum Obersackplatz. Obersack, ja. Ja. Ich habe jetzt einen Weg vor Augen. Machen wir was ganz Spannendes. Ah, hier wollte ich auch noch rein. Und zwar hatten wir festgestellt, dass uns, um ein schönes Foto zu machen, noch ein Accessoire fehlt. Da wir das in richtiger Reihenfolge machen sollten und er wollte das letzte Accessoire nicht anziehen. Und da hatte ich irgendwann einen Geistesblitz. Also, Wuthof, genau, ist ja ein hübsches Kerlchen, aber es fehlt was. Er hat einfach kein Kinn. Wir fragen mal den Prothesenhändler. Müssen wir dem, glaube ich, Strohl geben. Strohl mit Geschäft, was auch immer. Weil ich glaube, da gab es auch eine Kinnprothese. Unglaublich, aber wahr. Wenig? Dann reden wir mal mit ihm. Waren wir da eigentlich recht sicher? Würden Sie mir freundlicherweise dieses starke, eigenwillige Kinn leihen? Eine gute Wahl. Mit diesem Kinn gehen Sie das Leben entschieden an. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, so ein extrem männliches Kinn. Plastok-Kinn. So, das sollte jetzt fürs Foto reichen, aber da fehlt ja sowieso noch diese Atemgeschichte da, dieses Atemzertifikat oder wie das hieß. Und da hat Wuthof ja irgendwas mit Gewalt angedeutet, aber er macht es ja von sich aus nicht. Also müssen wir irgendwie noch gewalttätig werden oder so. Aber wir möchten zuerst mal zum Amtsschimmel. Den Beamten ignorieren wir einfach mal und gehen noch mal eins nach unten. Dann gehen wir hier lang. Dann sind wir schon fast da, wo ich hin möchte. Genau zur Gedenkstätte möchte ich. Denn wir haben ja gelernt, dass der Safe-Code für den Safe vom Sultan, wo er die Kraftsilbe drin ist, dass der Code in der Vergangenheit verloren ging. Und wir haben jetzt so eine Zeitformel. Und wo sollte man besser so eine Zeitformel anwenden als bei der Statue des Kommandanten? Also historisch und so. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das glaube in Erinnerung. Zum Teil sogar Vergangenheitsformel, nicht Zeitformel, sondern Vergangenheitsformel. Dann möchten wir mal in die Vergangenheit von dem Ding da. Geht das? Ja, geht. So. Tu's dir, Mensch. Schließ dich mir an, um diesen großen Sieg zu verewigen. Nein, wir möchten jetzt nicht im Modell stehen, wir möchten einen Maiskolben einsammeln. Ich glaube, das ist eine ganz gute Maßnahme. Ah, und jetzt kam gerade wieder so ein Erinnerungsfetzen. Aber eins nach dem anderen. So, wir reden mal mit dem Bildhauer. Oder halt auch nicht.
Okay. Können wir mit der Rüstung des Großmamelucks? Nee, wir reden nicht mit seiner Rüstung, sondern mit ihm selbst. Los, Kommandant! Machen Sie mir die Freude! Erzählen Sie von Ihrer Eroberung! Ja, das war kein einfach Ding, diesen Hügel zu erobern. Aha. Gab es wirklich keine Möglichkeit, mit den Einheimischen zusammenzuleben? Oh nein, wo denken Sie hin? Solch grausame, ungehobelte und plumpe Gestalten. Woher wissen Sie das? Da Sie sie doch nicht gekannt haben. Als wir näher kamen, glaubten Sie uns abschrecken zu können, indem Sie eine furchtbare Kriegerstatue aufstellten. Doch unsere Waffen waren überlegen. Ja gut, die Kriegerstatue ist wirklich ein bisschen warum furchtbar. Warum haben Sie nicht versucht zu verhandeln? Sie hätten möglicherweise akzeptiert. Es kam gar nicht in Frage, mit diesen Primitivlingen den Hafen des Friedens inmitten des feindlichen, wilden Dschungels zu teilen. Wir brauchten das Land. Mhm. Gab es wirklich keine Möglichkeit, mit den Einheimischen zusammenzuleben? Oh nein, wo denken Sie hin? Solch grausame, ungehobelte und plumpe Gestalten. Ja gut, er hat seine Meinung, wir haben hoffentlich eine andere. So, das ist die Kriegerstatue, von der er spricht. Was für ein wunderbares Meisterwerk, dieser Butzuk-Krieger. Hab's schon lange nicht mehr gesehen. Muss wohl von den Siegern geklaut worden sein. Hm. Sagst du sonst noch was dazu? Was für ein wunderbares Meisterwerk, nein, dieser Butzuk-Krieger. Hab's schon lange nicht mehr gesehen. Muss wohl von den Siegern geklaut worden sein. So, dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Wir können noch mit dem sterbenden Butzuk reden. Hey, du da, komm sofort zurück ins Bild. Sag mal, wir wollen nicht mit dir im Modell stehen, sitzen, was auch immer. Na super. Wodruf, auf mich hörst du nicht, aber auf den Typ hörst du. So, dann haben wir noch zerbrochene Rüstung. Dürfen wir da bitte hin? Von den Überresten herzuschließen, muss der Kampf blutig gewesen sein. Echt, Wodruf? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Können wir da irgendwie was mitnehmen? Glas. Was muss von diesem Glas da unten auf die Rüstungen gelaufen sein? Ja, und was? Diese Butzukhäuser wurden verwüstet. Ist eine Schande, so ein friedliches Volk. Was hat's... Hä? Was? Dann schon mal nach dem Stein. Irgendwas muss heruntergefallen sein. Ein Helm. Jo, wir haben Helm. Nein, wir haben keinen Helm. Wir haben einen Fisch. Ja, Geistesblitz. Wir hatten noch mal einen Steinfisch gehabt, ne? Den jemand zerbrochen hat. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Er guckt dann unschuldig. Doch, Wudro, ich rede von dir. Wie passend. Okay. Und wir können ja die Rüstung von dem Typ da anklicken. Das muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Wir hoffen mal, dass der Bildhauer auch die, das Innenleben der Rüstung nachbildet als Stein. Und dann stopfen wir dem Herrn mal bitte den Fisch in die Rüstung. Klitsch, klitsch. Sagt er jetzt noch was? Nein. Er guckt total fassungslos. Und ich glaube, jetzt können wir dann jetzt auch uns freier bewegen. Und ich hoffe, dass wir in der Gegenwart jetzt einen Steinfisch haben werden. So, können wir jetzt bitte mit dem sterbenden Butzuk reden? Hey, Doktor. Kann ich's packen? Mal ganz ehrlich. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Ich möchte Ihnen helfen. Sie sind doch ein Mensch. Ihnen verdanke ich meinen Tod.
will ruhig sterben. Das ist nicht meine Schuld. Ich will bloß wissen, was hier passiert ist. Ich hab einfach kein Vertrauen. Von mir kriegen Sie nix. Legen Sie sich bloß nicht auf. Sparen Sie Ihre Kräfte. Hey, Doktor. Kann ich's packen? Mal ganz ehrlich. Der nennt uns Doktor. Ich möchte Ihnen helfen. Sollen wir da jetzt die Diagnoseformel anwenden? Nee, das geht scheinbar nicht. Okay, aber irgendwie müssen wir sein Vertrauen gewinnen. Ich glaube nicht, dass es mit einem unserer Gegenstände... Oh, der Maiskolben ist auch ein Accessoire. Upsi. Ah, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ist okay. Geistesblitz? Nee, auch kein Geistesblitz. Dann verschieben wir das mal auf später. Dann können wir hier sonst noch irgendwas anklicken? Die Kriegerstatue hatten wir. Den Großmameluk hatten wir. Zerbrochene Rüstung hatten wir angeklickt. Die verwüsteten Häuser hatten wir angeklickt. Und wir sind auf dem Platz des Friedens. Sehr unpassend. Okay, dann gehen wir weiter zu... Da war doch gerade irgendwas. Zu irgendeinem Übergang. Da war doch gerade so dieses Übergangssymbol. Ah ne, zur Gegenwart geht's da zurück. Ich mag mich auch noch zu erinnern, dass hier irgendwas mit diesen Steinen war. Aber das kommt vielleicht noch. Also das Vertrauen des Butzuk müssen wir gewinnen. Und wir machen uns jetzt mal wieder bitte in die Gegenwart. Wenn ich wieder die richtige Stelle finde und dann es schaffe zu klicken. Da. Da haben wir die Gegenwart. Woodruff hat sich verewigt. So, jetzt schau mal bitte in die Rüstung von dem Typ rein. Juhu, wir haben einen Steinfisch. Dann können wir jetzt, denke ich mal, endlich unser Foto machen für die Bewerbung. Und wir hatten ja einen Platz gefunden, wo man so einen Steinfisch braucht. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Wir müssen zuerst mal wieder nach oben. Das ist jetzt so witzig, du sollst hier rausgehen. Uduf, da sind wir schon 100 Mal rausgegangen. Ah, da war es gerade kurz. Ah, jetzt. Die Ankerpunkte sind heute ein bisschen schwer zu finden. So, wir wollen aufwärts. Spielhölle. Schluckspechbade kommen wir gerade her. Kerkersackgasse, da müssen wir auf jeden Fall hin. Das hatte ich zwar jetzt nicht gesucht, aber dann machen wir hier weiter. Da war uns ja schon mal diese Fischöffnung da aufgefallen. Und dann schauen wir mal, dass wir unseren neuen Fisch, den bitte niemand mehr fallen lässt, bitte mit dem Fisch benutzen. Lieber Woodruff, Glückwunsch, dass du so weit gekommen bist. Um deine Mühen zu erleichtern, hier ein Transportozon, das dich sofort zum Ort deiner Wahl bringt, falls du dort bereits gewesen bist. Der Schnibbel ist jetzt fast in deiner Reichweite. Wirf einen Blick hinter das Porträt des Obersacks. Das Porträt des Obersacks, okay. Ich weiß, wo das hängt. So, Transportozon, das hatte ich auch gar nicht mehr
in meiner Erinnerung. Aber ja, das ist jetzt unser Schnellreisesystem. Zur Ratssaal, Drohnensaal, Butzuk, Tempel, Trockenbrunnen, virtuelle Reisen, Treppenstraße, Gegenwärts, Gedenkstätte, Fabrik, Obersackplatz. Da gehen wir zuerst mal hin. So, wir sollen hinter das Bild schauen. Das ist der Dreckskerl, der meinen Teddy kalt gemacht hat. Dich krieg ich. Ja, wie schauen wir jetzt dahinter? Das ist der Dreckskerl, der meinen Teddy kalt gemacht hat. Dich krieg ich. Ich hätte gedacht, dass er jetzt da hochklettert. Oder ist damit das Bild im Club der guten Sitten gemeint, das wir schon weggemacht haben? Und dahinter war ja dann der Chef vom Club der guten Sitten, also dieser leicht beleibte Mann mit den Strapsen. Weil ich glaube, da war vorher auch ein Bild vom Obersack, bevor die Wand so nach außen gefahren ist. Ja, Wutruf hat keine Geduld. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht da irgendwie hochkraxelt oder so, aber das hat er nicht gemacht. Okay, dann überlegen wir uns was anderes. So, Obersackplatz, Protophoton, da können wir noch das Foto machen. So, gehen wir dahin. Man braucht einen Stuhl, um diesen Protophoton zu benutzen. Ja, ja, Wutruf. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So, unsere Accessoire-Kiste. Letztes Mal haben wir zuerst das Ding da angezogen, ne? Sehr hübsch. Dann hatten wir, ich glaube, die Augen. Und dann wollte er den Pinsel ja nicht benutzen. Also müssen jetzt Kinn oder Maiskolben kommen. Kinn. Maiskolben. Ich muss die Accessoires in der richtigen Reihenfolge anlegen. Ja, ja. Wutruf, hast ein schönes Kinn. Alle Achtung. Okay, dann machen wir uns erstmal den Pinsel. Sehr hübsch. Und dann die Zähne. Und dann sieht er süß aus. Machen wir Gold da rein. Aber sind die Zähne nicht ein bisschen gelb? 1A-Foto, sehr schön. Dann schicken wir das mal gerade weg. So, das hatten wir schon mal versucht und da muss man einfach nur das Bild verwenden und dann ruft er selbst an. Achso, mit Schlitz. Hier das Rekrutierbüro! Sie sind genau der richtige Mann für uns! Schicken Sie uns Ihre Atmungsfunktionsbescheinigung, dann klappt's. Sehr schön. Wir sind fast eingestellt, aber nur fast. Also wir müssen das Vertrauen von dem Butzuk gewinnen. Oder hätten wir ihm vielleicht diesen Schlüsselbund zeigen sollen, den wir vom Sultan bekommen haben? Das wäre jetzt noch so eine Idee, die mir aber erst jetzt gekommen ist. Wir schauen nochmal. Transportozone kann er hier vorne nicht benutzen. Dann gehen wir bitte wieder nach hinten. Wutruf. Hallo. Sehr schön. So, jetzt kannst du halt machen. Schauen wir mal kurz über die Namen der Gegenden drüber, dass ich noch unten Geistesblitz habe. Also Amtsschimmel, da, keine Ahnung. Wow, wow, Piep, das ist der Tierladen. Gute Sittenclub. Schauen wir dort mal kurz rein. Ja, ich glaube, hier hing vorher dieses, auch ein Porträt von einem Obersack und da haben wir quasi schon dahinter gesehen. Denke ich zumindest mal. Oder man muss das Porträt dort irgendwie runterangeln am Obersackplatz. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. So, und ansonsten hätten wir noch Straße zum traurigen Butzuk. Versuchslabor. Da bräuchten wir zuerst mal diese Wachstumssilbe oder Fruchtbarkeitssilbe oder was auch immer. Aus der vollen Spielhölle
Titelboulevard war der Titelscreen. Elendsbrücke, Knast, Gerste, Freudenviertel, Freundschaftsbar, Schluckspechtgasse. Was glaube ich die Säufergasse ist, oder? Kommen wir irgendwie auch... Nee, wir kommen nicht direkt in die Vergangenheit. Okay, es ist Zeit für eine Pause. Und ich lasse mein Gehirn mal nochmal an diesem Spiel arbeiten und dann sehen wir uns gleich.